15 Sekunden ab jetzt. Okay, Handtasche, Zahntasche, Taschenkrebs, Laptoptasche, Aktentasche, Hosentasche, Brieftasche, Labertasche. Oh, jetzt wird langsam die Zeit eng. Maultaschen. Yes, genau die machen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Wir verstecken heute Fleisch und zwar in Maultaschen. Was genau es damit auf sich hat, erfahrt ihr später, aber jetzt... Legen wir los. Vor wem verstecken wir das Ganze denn? Vor Melissa? Psst. Wir brauchen erstmal einen Nudelteig. Ja, denn Maultaschen, wären nicht Maultaschen, hätten wir nicht einen schönen, leckeren Teig, dann wo man Sachen einschließt. Maultaschen, jede Nation hat eine Maultasche. Wir brauchen Mehl. Dann hole ich mal das Rührgerät. Danke. Die genauen Rezeptangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr auch gleich den Abo-Button drücken und uns einen Daumen nach oben geben, wenn ihr uns mögt. Und ja, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Zu dem Mehl kommt natürlich Salz. Ha! Jetzt hast du dieselben Probleme wie ich auch immer. Weiße Flecken auf Schwarz. Ich weiß. So! Zu dem Teig muss natürlich noch was Flüssiges kommen, und zwar ein Ei. Ich hole ein bisschen Wasser und dann fügen wir so viel Wasser dazu, bis der Teig geschmeidig ist. Genau. So, jetzt ein bisschen Wasser und ich hole auch noch ein wenig Öl. Ja. Schwupps. Ist ein Schwupps nicht auch eher so Dialekt? Stimmt. Wer kennt von euch allen einen Schwupps? Wenn ihr den Schwupps kennt, schwupps das doch mal in die Kommentare. Vielleicht müssen wir den Teig gleich ein bisschen mit den Händen kneten. Ja, finde ich okay. Während Felix den Teig knetet, erzähle ich euch kurz die Legende um die Maultasche. Die Legende besagt, dass die Mönche in der Fastenzeit das Fleisch vor Gott verstecken wollten und es deswegen in Nudelteig eingeschlagen haben. Das ist ja ziemlich ineffizient. Und deswegen sagt man zu Maultaschen auch Herrgott Scheißerle. Weil dann hat den Herrgott beschissen. Mann, Leute lassen sich was einfallen. Hauptsache nicht fasten. Ganz genau. Der Teig muss jetzt so eine richtig schöne Konsistenz haben, darf ruhig ein bisschen fester sein, weil wir werden ihn nachher mit der Nudelmaschine ausrollen. Definiere eine richtig schöne Konsistenz. Er darf nicht kleben und darf aber auch nicht zu hart sein. Jahrelanges Knete spielen. Nee, die kann man ja auch essen, ne? Oh ja, kann man. Aber schmeckt fürchterlich, es riecht schon so seltsam. Nee, es gab auch, ich war immer auf einem so einem Mühlenfest und da haben die immer so Salzknete selber gemacht für die Kinder. Und da war es immer so, nein, nicht essen, warum? Ich entfalte die Frischhaltefolie für dich. Genau, denn unser Teig muss für mindestens eine halbe Stunde ein bisschen entspannen, damit wir schöne, flache Maultaschennudeln daraus machen können. Und in der Zeit machen wir die Füllung. Yay! Für eine Füllung müssen wir natürlich erstmal Sachen klein schnibbeln, deswegen hole ich Brettchen. Und damit die Füllung schön locker wird, kommt ein Brötchen hinein und das weichen wir vorher in Milch ein. Es ist nämlich auch so, dass die Maultaschen früher so ein Restegericht waren. Da hat man dann alte Fleischreste reingemacht oder Brötchen. Und jetzt machen wir so eine Art Bulettenfüllung. Das ist ja so in den meisten Kulturen so, wenn man so gefüllte Teigtaschen hat. Das ist meistens, um irgendwie das, was man noch hatte, zu verwerten. Außerdem kann man die geil mitnehmen. Möchtest du die Zwiebel hacken oder die Petersilie? Ja, Zwiebel. Dann hacke ich schon mal die Petersilie klein. Sehr gerne. Wie hast du denn deine, kannst dich erinnern, wie du deine erste Maultasche gegessen hast und in welcher Art die kam? So? Bei uns gab es die früher tatsächlich in Brühe. In Brühe? Ja, aber am liebsten mag ich so, wie wir es machen, und zwar geschmelzt, sagt man, geschmelzt. Geschmelzt? Mit gebratenen Zwiebeln und ganz viel Butter. Ja, so gab es das bei uns dann damals das erste Mal. Mein Papa mochte das gerne und dann haben wir noch so ein bisschen, hat er noch so ein bisschen Käse drauf gerieben. Auch geil. Und es gab mal jemanden, der hat für mich beim ersten Date Maultaschen gekocht, und zwar mit Gorgonzola-Soße. Das war auch lecker. Oha! Wir lassen die Zwiebeln kurz anschwitzen, dann sind sie nicht so biestig in der Füllung. Ein bisschen Butter, zack. Ja, ja, das mögen die Schwaben. Viel Butter. Und ich bereite schon mal die Füllung vor. Und zwar haben wir jetzt schon gesagt, dass es eher ein Restegericht war. Deswegen wird da oft Bratwurstfülle für genommen. Also quasi das Innere von ungekochten Bratwürsten. Ihr könnt aber auch einfach Hackfleisch nehmen. Aber das ist ja schon so ein bisschen gewürzt. So. Zack. Ich gebe mir den Zwiebeln jetzt mal in die Pfanne. Und ich gebe die Petersilie dazu.
Aber es praktisch ist bei Maultaschen, ihr könnt die halt wieder füllen, wie ihr wollt. Jetzt haben wir hier so die klassische Variante, aber ihr könnt zum Beispiel auch Pilze nehmen oder Spinat, das, was halt gerade daheim ist. Ja? Was könnt ihr mitnehmen? Nehmt eure Reste und füllt sie in Maultaschen rein. So sieht's aus. Salz und Pfeffer. Pfeffer, Salz. Ich habe jetzt hier eine Muskatnuss. Oh, Muskatnuss. Um Felix eine Freude zu machen? Ja. Das Brötchen saugt sich irgendwie nicht voll. Ich schneide es mal in der Mitte durch. Ja, ich seid schon ein bisschen alt, aber das ist gut. Hätte ich einfach eine größere Schüssel nehmen sollen. Aber nein, warum es einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Große Schüsseln, wer braucht größere Schüsseln? Ich doch nicht. Das leise Zisseln der Zwiebeln. Du kannst die jetzt ja mal kurz hier auf dem Teller parken, dann kühlen die kurz ab. Du willst die etwa aus ihrem schönen Saunabesuch holen? Ja. Aus ihrem Sommerurlaub? Ja, genug Aufguss jetzt. Genug jetzt! Zu unserer Füllung kommt noch ein Ei, damit das auch schön zusammenklebt. Und nun verrühren. Ich knete das mit den Händen. Bitte. Und du fügst mir die Zutaten hinzu. Danke. Bitte. Und nun unsere Brötchen. Die drückt man dann einfach so ein bisschen wieder aus. Wir wollen ja die Milch nicht in der Füllung haben. Also nicht primär. Eigentlich ist es wie so ein klassischer Bulettenteig. Eine Bulette? Sagst du Bulette oder Frikadelle? Na, jetzt, wo ich in Berlin wohne, sage ich Bulette, aber früher habe ich Hackfleischklößchen gesagt. Was? Gut, dann würde ich sagen, räumen wir hier kurz auf, bauen eine Nudelmaschine auf und dann geht's weiter. So, unser Teig hat jetzt schön geschillt. Er ist total entspannt und wir können ihn jetzt mega gut ausrollen. Dafür hole ich nochmal das Mehl rüber, um so ein bisschen hier ne, zu träufeln, damit das nicht in der Maschine bappt. Okay. So, und nun? Und jetzt fangen wir bei dem größtmöglichen Abstand an, nachzumachen. So, jetzt machen wir mal einen enger. Eins enger. Du hast ihn gar nicht abgeholt. Nee, der ist in die andere Richtung gefallen. Oh nein. Das passt schon. So, das andere Stück machen wir später. So, jetzt machen wir nochmal das. Jo. Okay. Felix, das sieht perfekt aus. Wir haben eine wunderschöne Nudelbahn. Eine Maultaschenbahn quasi. Hol mal noch ein Schüsselchen. Und in dieses Schüsselchen kommt dieses Eichen. Und jetzt Ei verquirlen. Und ich fange mal an, die Maultaschen zu füllen. Wir nehmen eine kleine Menge Füllung. Schwupp. Ich habe vorhin übrigens schon mal gesagt, es gibt ja international ganz verschiedene Maultaschen quasi. Und wir haben auch schon einige gemacht, zum Beispiel Ravioli oder Piroggen oder Gauze oder es ist unendlich viele wahrscheinlich. Dazu findet ihr jetzt hier oben auf dem i eine Playlist. Einstreichen bitte. So, und jetzt mit dem gequirlten Ei einfach alles abstreichen hier. So. Perfekt. Und jetzt kommen wir zu Maultaschen sozusagen. Jetzt werden daraus Taschen gemacht. Wir klappen ihn jetzt vorsichtig zu. Wie lang kann so ein Nudelteig, wie lang hält er so im Kühlschrank? Was würdest du sagen? Ein paar Tage. Ein paar Tage. Definiere ein paar. Zwei. Paar groß geschrieben. Und jetzt macht man so, der Maultaschentrick. Wir nehmen einen Kochlöffel. Jetzt drückt man die Ränder hier so runter. Oh, vorher einmehlen. Einmal reintun. Zack, zack. Achtet mal drauf, dass keine Luft in dem Teig ist, sonst geht es nachher auf. Ich gieße mal die Brühe in den Topf. Und dann nehmt ihr euch ein Messer und schneidet quasi an der Schnittstelle durch. Guckt ihr unsere schönen Maultäschle an. Sind wunderschön. Ich mache die Nudelmaschine mal weg und dann können wir gleich noch die Zwiebeln klein schneiden. Wir haben Maultaschen gemacht. Betest du gerade an den Herrgott, ja, dass du ihn nicht beschissen hast? Ja, er möchte nicht hereingucken. Bitte nicht da reingucken, nein, nein. Ich schneide jetzt schon mal unsere schöne große Gemüsezwiebel hier in Ringe. Unsere Rinderbrühe ist fast soweit. Sie soll nur so leicht sieden. Und dann hole ich schon mal eine Pfanne für deine Zwiebeln. Genau. Ich gebe jetzt ordentlich Butter in die Pfanne, weil das ist quasi unsere Soße.
Jetzt sehen wir das langsam. Sehr gut. Da unsere Maultaschen ja ganz filigran sind, hebe ich sie vorsichtig hinein. Das ist quasi wie bei Klößen. Alles, was so selbst gemacht ist, das muss man halt auch im Wasser filigran und zart behandeln. So, Zwiebeln sind auf jeden Fall ready. Und scharf. So, ich gehe mal hier mit den Zwiebeln dann noch rein. Dann bin ich sie nämlich auch langsam mal los. Ich muss nämlich schon weinen. Sag doch, die haben richtig Dampf, Alter. So, ein Tellerli. Sehr gut. Ich salze unsere Zwiebeln ein bisschen. Aber ich glaube, einen kleinen Augenblick brauchen wir noch, bis sie braun sind, oder? Ja. Oh, sind sie braun? Sind sie braun? Sehr, guck dir das an. Sehr gut. Ich habe hier noch ein bisschen, ganz klein wenig Petersilie. Willst du uns die noch schnell hacken? Genau, für die Deko. Ich hole mal drei Maultaschen raus. Ein paar Zwiebele. Jawohl. Zwiebele. Und die Butter hilft auch dabei, dass sie nicht aneinander kleben. Jetzt träufle ich noch ein bisschen Petersilie drüber. Und dann ist das doch ein Traum. Ich will sofort probieren. Es wird Zeit, unsere Geschenke auszupacken. Yes. Mal gucken, was sich in ihnen verbirgt. Guten. Wollt ihr mal reingucken? Guckt mal, so ein dünner Teig, leckere Füllung. Buttrig, fein. Ich würde sagen, wir haben euch ganz gut beschissen. Eines der leckersten Restegerichte, die es gibt. Wenn ihr es nachmacht, schickt uns auf jeden Fall ein Foto unter dem Hashtag Yamtamtam. Und das nächste Mal müsst ihr auf jeden Fall wieder dabei sein, denn dort feiern wir Valentinstag mit Edgar. Oha, bis dahin, tschüss. Tschüss.